So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich habe vorhin Nudeln getestet, die waren so salzig, da habe ich mega Durst bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, Pupsi hat letztens super genialen Eistee mitgebracht, nämlich diesen hier. Das ist der FC Bayern Eistee und das ist der BVB, der Dortmund Eistee in zwei wilden, fantastischen Sorten. Und wie der schmeckt, das wollen wir jetzt mal rausfinden. Ich bin kein Fußballfan, ich möchte es gleich dazu sagen. Also Männer, die einem Ball hinterherrennen, das ist mir zu stupide. Ich gucke lieber Männer im Schlüpfer. Wrestling ist genau das, was ich brauche. Übrigens regnet es gerade, wenn man mal so rüberschaut. Es ist richtig regnerisches Wetter am Block. Vielleicht hört man es ja, es regnet, weil die Leute gesagt haben, die Balkon-Location ist ja cool. Aber denk doch auch mal an das Wetter im Winter, wenn es schneit oder dann im Herbst, wenn es regnet. Ne? Und es regnet, ich sitze trotzdem hier. Und das mache ich auch im Winter. So, diesen super genialen Eistee müssen wir nochmal reinhalten und dann gucken, was sind das denn für Sorten. Jetzt, ihr werdet nie drauf gekommen, der gelbe ist doch bestimmt Zitrone und der rote ist doch bestimmt Pfirsich, oder? Jetzt ist der gelbe aber, ich muss zwischendurch nochmal kurz anhalten, weil ich dachte, das Thumbnail passt besser. Der gelbe ist Pfirsichgeschmack. Was? Warum ist Dortmund Pfirsich, wenn es gelb ist? Zitrone passt doch viel besser. Und hier Pfirsich zu dem, dann ist das jetzt aber Zitrone, denkt ihr? Nee, das ist Wildkirschegeschmack aus direkt aufgebrühtem Tee. Das ist wenigstens was Besonderes. Das sind keine 0,2 Liter, nicht 0,5 Liter, das sind 0,75 Liter feinster Tee von der Firma Pfanner. Das ist nämlich noch was dazukommt. Pfanner ist eigentlich eine gute Marke, ist eine gute Firma. Das sind die, die auch den grünen Tee, den gelben Tee, den roten Tee, den weißen Tee, den Wintertee, die halt diese riesen Kübel herstellen mit den ganzen Teegetränken, die wir schon seit unserer Kindheit kennen. Deswegen bin ich gespannt. Die zwei sind warm, die zwei sind kalt. Um die äußeren zwei werde ich mich jetzt kümmern und dann mal schauen, wie das schmeckt. Das kommt also fort. Hier ist unser Gläschen. Wir wollen die nämlich einzeln probieren und dann wieder zusammen. Ich fange natürlich an mit dem ganz normalen Eistee Pfirsichgeschmack. Ich bin ja eh einer, wenn ich die Wahl habe zwischen Zitrone und Pfirsich, nehme ich immer Pfirsich. Wer möchte schon im Leben Zitronen haben? Freiwillig niemand. Deswegen, ich bin Fraktion Pfirsich. Was seid ihr? Schreibt es mir in die Kommentare, wie der jetzt schmeckt. Ich denke mal wahrscheinlich ganz wie normaler Pfirsich-Eistee. Wir haben halt nur eine BVB-Verpackung drum, damit das lustiger aussieht. Wir dürfen nicht zu viel einschenken. Ich will ja dann noch beide zusammen mischen und dann trinken. Das heißt, im Magen muss noch ein bisschen Platz sein. Das ist, steht auch was Deutsches drauf. Schwarzteeextrakt mit Pfirsichgeschmack, direkt aufgebrüht aus schwarzem Tee mit Hagebutte, Hibiskusblüte, 30% weniger Zucker als herkömmliche mit Zucker gesüßte Teegetränke. Passt. Sieht so aus, ist ein bisschen trüb, dunkel, trüb. Naja, zum Glück ist es kein Bier, sonst wäre da wieder der ganze Morast drin. Wir nehmen einfach mal einen Schluck, einen großen, und probieren den Pfirsich. Du merkst sofort, dass der 30% weniger süß ist. Du merkst auch sofort, dass das frisch ausgebrühten Tee kommt. Also mit Eistee von Pfanner, den ich so kenne, hat das im eigentlichen Sinne nichts zu tun. Das schmeckt halt ja wie ein frisch aufgebrühter Tee mit einer leichten Pfirsichnote. Ist mir aber, weiß ich nicht, schmeckt mir im Endeffekt zu wässrig, zu... Da fehlt halt einfach irgendwas, wenn du so viele Süßgetränke gewohnt bist und die ganze Plörre immer, dann hast du hier erwartet, richtig cooles Getränk für zwischendurch, ziehe ich mir rein. Jetzt ist das eher so ein Erwachsenen-Tee-Getränk, ja, für die Männer, die Fußball spielen oder die Männer, die Fußball gucken und immer Bier trinken, glaube ich nicht, dass sie auf diesen Tee stehen. Also, leider habe ich jetzt zwei Packungen genommen, obwohl ich jetzt schon sagen muss, nee, also mein Fall ist es nicht. Da werde ich von dem Wildkirsch jetzt auch nicht viel erwarten können, weil das ist ja dann dasselbe wieder. Wildkirschgeschmack aus direkt aufgebrühtem Tee.
Früchte-Tee-Getränk mit Wildkirschgeschmack, direkt aufgebrüht aus Hagebutte und Hibiskusblüten, Zucker reduziert, 30% weniger Zucker als herkömmliche mit Zucker gesüßte Teegetränke. Das ist also auch die Diätvariante. Kirsch mag ich sowieso nicht, ich bin absolut Kirschfeind, muss man sagen. Jetzt auch noch weniger süß, also wässrig, bitter, direkt Tee, Schwarztee, alles. Das ist auf jeden Fall speziell, da habe ich was anderes erwartet. Probieren wir mal den Kirsch, der auch wieder sehr trüb ist, aber irgendwie, ja, sieht er aus, wie er aussieht. Gut, ich muss sagen, der Wildkirsch schmeckt mir sogar besser wie der Pfirsich. Obwohl ich ja eigentlich ein Pfirsichfreund bin und Kirschen hasse, ist es bei diesem Getränk genau andersrum. Denn da hast du richtig heftige Erwartungen dran, bist total enttäuscht. Hier denkst du schon, das ist eh mega eklig, weil es Wildkirsche ist. Da passt das aber dazu, dass der nicht so extrem süß ist, sondern ein bisschen abflacht. Aber beim Trinken du erstmal eine präsente, leichte Kirschnote hast. Den finde ich also sogar ganz gut. Der FC Bayern München Eistee mit Wildkirschgeschmack hat mich ein bisschen überzeugt. Nochmal kaufen würde ich sie mir trotzdem nicht, weder den einen noch den anderen. So, wir machen jetzt beide auf, füllen beide ein. Dann ziehen wir uns das ganze Glas noch rein zum Abschluss. In gute Badlands Chucks Manier. Vor allem sehen die beim Einfüllen beide eigentlich identisch aus. Also ja, der Kirsch ist ein bisschen rötlicher, der andere ist ein bisschen orangiger, so von der Sache her. Aber gefühlt hast du die gleiche Blöre im Glas. Das sind 600 Milliliter, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Kennt ihr den? Habt ihr den schon mal gesehen? Was ist euer Favorit? BVB oder FC Bayern? Schreibt's in die Kommentare. Meins ist es trotzdem nett. Peace out, Vorhaut. Da ist ja keine Kohlensäure drin, was will denn da auch rauskommen? Aber guckt euch das Glas an. Wie eiskalt und beschlagen dieses Glas ist. Und die Stimme ist auch immer noch kaputt. Peace out.